Ja, und warum eine, wie soeben besprochen, gut funktionierende Verwaltung so wichtig ist, zeigt uns ein nächstes Beispiel. Durch Corona bzw. durchs Homeschooling beschleunigt, beschloss die Regierung, der Unterricht müsse endlich digitaler werden. Alle Schülerinnen und Schüler der ersten drei Klassen in Mittelschulen und Gymnasien sollen daher Laptops und Tablets erhalten. Soweit der Plan. Abgesehen davon, dass noch immer nicht alle ein solches Gerät in Händen halten, schlagen jetzt Datenschützer Alarm. Denn viele Schulen greifen auf Produkte großer US-Tech-Konzerne zurück. Und das mit Folgen für die Jugendlichen im Netz, berichten Stefan Dauberbauer und Sabine Riedl. So frisch wie die nagelneuen iPads der 2B in der Anton-Krieger-Gasse in Wien ist auch das neue Pflichtfach, die digitale Grundbildung. Die Schule ist eine von 1500 Mittelschulen und Gymnasien, die daran teilnehmen. Obwohl es eine Stunde mehr Unterricht pro Woche bedeutet, sind die Schülerinnen und Schüler hier begeistert. Ich lerne hier eigentlich, wie man im Netz sicher geht, und ich lerne auch Sachen zu programmieren, zum Beispiel was wir heute getan haben. Wir können mit dem iPad arbeiten, das ist richtig cool. Ich meine, vor ein paar Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können. Am Anfang dachte man sich schon so, noch eine Stunde wird sicher mehr Hausaufgabe geben und so. Aber wenn man es da mal zwei, dreimal hatte, dann macht es schon auch Spaß, weil man mehr lernt. Obwohl die Kinder mit Smartphones und Social Media längst vertraut sind, fehlt oft das Bewusstsein für die möglichen Gefahren im Netz. Die meisten Kinder haben Handys in unserer Region. Also das stimmt, dass sie sehr viel Erfahrung unter Anführungszeichen haben. Aber natürlich ist es eine super Gelegenheit in der digitalen Grundbildung, dass sie von Anfang an Medienbildung und mit der Erziehung erfahren, das heißt den Umgang, wie sie die Sachen gut verwenden können. Das Betriebssystem sowie die Geräte dürfen sich die Schulen im Rahmen der Schulautonomie selbst aussuchen. Mit den iPads ist es sogar sehr gut, weil wir können mit allen drei Softwareherstellern arbeiten, mit Google, Microsoft und Apple. Und daher können wir zumindest das Beste aus allen Welten einmal nehmen. Viele Schulen benutzen Programme und Infrastruktur von diesen großen US-Anbietern. Und Datenschützer schlagen deshalb Alarm. Es sei unklar, was mit den Daten passiert. Wir wissen nicht, wofür diese Daten eventuell genutzt werden. Das sind Daten von Minderjährigen, die sich selbst nicht bewusst sind, was hier passiert. Das liegt in der Verantwortung des Bildungsministers, der hier nicht für den Schutz der Daten der Minderjährigen sorgt. Und auch laut dem Juristen Max Schrems, er hat immerhin vor dem Europäischen Gerichtshof zwei Verfahren gegen Facebook gewonnen, ist die Verwendung von US-Anbietern aus datenschutzrechtlichen Gründen unzulässig. Es gibt in den USA Überwachungsgesetze, nach denen diese gesamten Daten von der NSA abgesaugt werden können, auch ohne irgendeiner richterlichen Überprüfung oder sonst irgendeinem Rechtsschutz. Und deswegen hat der EuGH mal schon prinzipiell gesagt, dass da Probleme bestehen. Jetzt gibt es bei jedem Produkt meistens noch zusätzliche Probleme, weil wenn man sich diese Datenschutzpolicies dann im Genauen durchliest, dann widerspricht das europäische Recht meistens noch 10 anderen Gründen. Aber das Hauptproblem bei US-Anbietern prinzipiell ist eben aktuell diese 2 EuGH-Urteile. Eine Kritik, die die großen Unternehmen nicht auf sich sitzen lassen wollen. Für Schulen müssen sie eigene Pakete und Accounts etwa ohne Werbung anbieten. Und alle versichern, dass sie keine Daten weitergeben und dass sie sich notfalls auch juristisch dagegen wehren würden. Die strengen heimischen Datenschutzvorgaben würden jedenfalls eingehalten. Von Google heißt es gegenüber dem ORF-Report: Wir gewähren niemals einer Regierungsbehörde, ob in den USA oder anderswo, Zugang zu unseren Servern. Und Apple schreibt uns: Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, so wenig Daten wie möglich zu erfassen und zu nutzen, sowie Transparenz und Kontrolle hinsichtlich des Teilens von Daten zu bieten. Laut dem Technikchef von Microsoft Österreich würde der Konzern nicht freiwillig und schon gar nicht ohne das Wissen der Betroffenen Daten herausgeben. Noch nie hat Microsoft Kundendaten von europäischen Kunden, ganz besonders aus dem öffentlichen Sektor, und da gehören die Bildungseinrichtungen dazu, an Behörden außerhalb der EU offengelegt oder weitergegeben. Würde eine Behörde an uns herantreten und Zugriff auf Schülerdaten verlangen, ja, folgen wir einen rigorosen Prozess, egal in welchem Land der Erde das geschieht. Ja. Sollten wir gezwungen werden, Daten direkt herauszugeben, werden wir dagegen ankämpfen. Den Datenschützern reicht das nicht.
Die Gerichte müssten im Streitfall also klären, ob die Verwendung von Microsoft, Google oder Apple-Diensten zulässig ist. Das Argument, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre Smartphones ohnehin ihr Privatleben preisgeben, zählt für Max Schrems nicht. Ich glaube, das Eh-schon-wurscht-Argument ist im Datenschutz ein häufiges, aber wird das Problem nicht lösen. Ja. Und ich glaube, dass wir Schritt für Schritt, zumindest bei öffentlicher Infrastruktur, sicher sein müssen, dass das vollkommen datenschutzkonform ist. Jeder Mensch hat privates Recht, sich nackt auf dem Hauptplatz zu stellen, Fotos zu machen und das sozusagen ins Internet zu stellen. Das ist Teil des Rechts auf Datenschutz, dass man es auch aufgeben kann. Aber ich sollte halt nicht gezwungen werden, als Schüler das bei der Einschulung schon aufzugeben, weil es keine andere Option gibt. Wir fragen den zuständigen IT-Beauftragten des Bildungsministeriums, der hier gerade den Werkraum einer Vorzeigeschule in puncto Digitalisierung besucht. Ist die Geschwindigkeit, mit der die digitale Grundbildung ausgerollt wurde, auf Kosten des Datenschutzes gegangen? Seitens des Bundesministeriums war und ist wichtig, dass wir im Rahmen der digitalen Grundbildung dieses Bewusstsein schaffen, wie man mit digitalen Daten umgeht, ja, wo man sie abspeichert. Wir stellen kostenlos verfügbare Lernplattformen zur Verfügung, wo man auch sensible Daten sicher ablegen kann, also auch im Rahmen des Unterrichts im pädagogischen Bereich. Und dann gibt es die großen Cloud-Anbieter, die ehrlich gesagt uns Österreicher und auch uns als Ministerium nicht fragen werden, ob sie ein Angebot kostenlos oder kostenpflichtig weltweit anbieten dürfen. Sie machen es einfach, sie haben es auch getan. Und ich denke, diese innovativen Produkte, die aus dieser Umgebung kommen, die sollte man auch kennengelernt haben. Hochsensible Schülerdaten wie Noten oder Religionsbekenntnis werden nicht über die US-Technologieunternehmen gespeichert. Auch die Verwendung von Microsoft und Co. im Unterricht sei, laut Ministerium, mit der Datenschutzbehörde abgeklärt worden. Am Bundesrealgymnasium Kremszeile in Krems ist man einen anderen Weg gegangen als der Mainstream. Hier arbeiten die Klassen mit freien, offenen Plattformen. Auf die Angebote der US-Giganten verzichtet man hier bewusst. Wir wollen grundsätzlich einmal übergeordnete Fähigkeiten vermitteln und keine Produktschulung betreiben. Als Beispiel kann ich hier nehmen, wir unterrichten Textverarbeitung, aber nicht Microsoft Word. Und da gibt es viele solche Beispiele. Und freie Open-Source-Software, die steht den Schülern auch nach der Schullaufbahn kostenlos legal zur Verfügung. Warum verwenden das so wenig andere Schulen? Bequemlichkeit ist natürlich ein Punkt oder vorgefertigte Wege und Routinen, die man vielleicht nicht so leicht über Bord werfen möchte an einem Standort. Vorteile gibt es natürlich auch weiterhin, manchmal auch fehlendes Wissen. Vielleicht braucht es auch nur einmal jemanden von höherer Stelle, der einfach sich hinstellt und sagt, ja Leute, das ist gut, bitte in diese Richtung arbeiten wir oder möchten wir weiterdenken, dass das hier auch wirklich kommuniziert eigentlich. In der digitalen Grundbildung an den Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler auch die Grundlagen des Datenschutzes lernen. Laut Datenschützern gibt es jedenfalls noch Gesprächsbedarf.